Warum schlafe ich bei der Transformation oder bei der Meditationsanleitung häufig ein, war die Frage. Und die Antwort kann dir nur mehrere Gründe liefern, weil das ja auch immer sehr individuell sein kann. Ich gebe dir mal ein paar Ideen. Dadurch, dass wir in der Meditation oder Transformation, ich sage jetzt mal einfach immer nur Transformation, kommen wir in einen tieferen Entspannungszustand, wo der Körper automatisch dann eben auch runterfährt, ne, über die Steuerung deiner Gehirnwellen. Und weil es zu der Veränderung der Gehirnwellenmuster kommt, also das heißt vom Beta-Bewusstsein, deines Tagesbewusstseins, geht das dann über in Alpha-Wellen, dann bist du entspannt, aber noch wach. Und dann geht es aber in Theta und Gamma auch über, weil diese Wortschwingung, die von den Transformationen ausgeht, dich in diese Wellenfrequenz mitnimmt. So, und je nachdem, wie fit dein Nervensystem ist, reagierst du darauf entsprechend. Wenn du jetzt geistig, mental oder emotional erschöpft bist, was ja die meisten sind, dann schläft der Körper ein, einfach weil er diesen Stress des Wachseins nicht halten kann. Also du bist dir dann auch dieses Stresslevels gar nicht bewusst, sondern nur der Erschöpfung, und der Körper holt sich das dann einfach. Und dann ist es auch so, dass wenn wir in dieser Transformation sind oder da in dieser Frequenzwelle mitschwingen, dann ist sozusagen das Nervensystem, was sich zwar auf der einen Seite beruhigt, aber durch die Information sehr viel Energie verbraucht, und das begünstigt ja auch wieder das Einschlafen, ne? So, dann gibt es noch diese Infostimulation durch die Wortfrequenzen, die da drauf liegen, also das, was wir als Wort gesprochen transformieren, also die Schwingung und die Info gepolt oder ich sag mal informierte Energie und Schwingung, überfordert uns mental oder emotional. Und dann ist das so, dass bei jeder Infoüberflutung das Gehirn ermüdet, und seine Reaktion ist dann abzuschalten. Und da ist es immer so ein bisschen abhängig von wo hörst du zu. Also ist da der präfrontale Kortex aktiv, dann hörst du mehr auf den Inhalt der Worte, also bist mehr mental verstehend unterwegs. Und dann kommt es zur Überforderung und das Gehirn schaltet durch die Reizüberflutung einfach ab, weil es Schwierigkeiten hat, dabei zu bleiben. Ja, also das Gehirn schaltet immer ab, wenn es eben nicht anders regulieren kann, und das ist die beste Art, um sich da auszuklicken, das Einschlafen. Ja, so. Und das ist eben alles ein Kreislauf. Ja, wenn die neuen Informationen verarbeitet werden sollen, verbraucht das Gehirn eben mehr Energie, und gleichzeitig ist die Infoüberladung, ja, also Ladung, die wiederum zur geistigen Erschöpfung führt, wenn du nicht schon dein Nervensystem trainiert hast. Du kannst das Nervensystem wie ein Muskelsystem verstehen. Wenn du viel häufiger damit arbeitest, kannst du automatisch auch wach bleiben und dem folgen, was da passiert. Also es geht ja gar nicht darum, meinen Worten zu folgen oder den Anleitungen von Worten, sondern der Information nachzugehen und diese in dir zu erspüren und deine Ladungen damit abzulösen. Und das, weil das alles noch nicht geübt ist und noch nicht dir bewusst ist, schläfst du ein. So, oder es kann das ganze Gegenteil sein, dass dann diese Achse Hypothalamus, Hypophyse, Nebenniere so stimuliert wird, dass der Körper Stresshormone eigentlich ausschütten will, also freisetzen will. Aber die Nebennieren sind bei den meisten Menschen, die zu viel Stress schon in ihrem Alltag erlebt haben, leer gelaufen und sind überhaupt gar nicht mehr vollständig aufgefüllt. Dann schaltet der Körper auch auf dieses Notfallprogramm des Runterdimmens. Ja, also runtergedimmt sind die meisten Menschen, die nur noch im Beta-Zustand sind, weil sie, wenn sie schlafen, dann sofort in die Bewusstlosigkeit fallen und überhaupt gar nicht mehr diese Zwischenfrequenzen wahrnehmen können, um geistig zu reisen und das zu nutzen, um mit der Wahrnehmung eben Energie zu lenken oder sonstiges Selbstheilungsabsichten zu verwirklichen. So, also ich werde ganz gezielt, es ist interessant, dass du die Frage jetzt gerade stellst,
Aber ich habe vor, nämlich am 21.03. werde ich über dieses Zusammenspiel von Nerven und Hormonen sprechen, weil es ist nämlich genau das, was uns immer wieder wegzieht von dem, was wir eigentlich wollen, dass unser Gehirn diese Information einfach zu langsam verarbeitet und wir eben diese Schwierigkeiten haben, dass die sensitive Intelligenz, also diese Wahrnehmung und dieses Bewusstsein, was du ja erlangen möchtest, nicht erreichst, weil dieses Muster in deinem Nervensystem noch in der alten Spur läuft. Und da brauchst du einfach Training und das kann ich dir jetzt nicht sagen, was es braucht, um dass du wach bleiben kannst. Ja, du kannst natürlich jetzt so die klassischen Dinge machen und sagst, okay, dann stelle ich mich eben hin bei der Transformation, damit ich nicht einschlafe, oder ich mache das eben zu den Zeiten, wo ich geistig fitter bin, morgens oder abends, je nachdem, was du für ein Mensch bist, für Gewohnheiten hast, oder du machst es mit offenen Augen oder sowas. Das sind so alles so Zwangsmaßnahmen, die können ein Stück weit helfen, aber nicht wirklich, weil das, was dich wirklich weiterbringt, ist nämlich dieses Training, also einfach weitermachen damit, dieses Training, dass du schaust, ich mache vielleicht erstmal kürzere Sequenzen. Ja, wir haben ja verschiedene Möglichkeiten, mit Transformationen umzugehen. Du kannst sagen, ich mache jetzt hier eine halbe Stunde Transformation, dann ist die Gefahr, dass du wegschnarchst, ja auch viel größer, als wenn du sagst, ich mache mal jetzt für mich selbst eine Absichtsausrichtung in einem transformativen Bewusstseinszustand, nämlich in der Essenzschwingung, und das mache ich mal nur 2 Minuten. Ja, also dass du wirklich anfängst mit ganz weniger Minutenzahl, also als Zeitraum, den du dir dafür gibst, dass du eben deine Verarbeitungskapazität langsam steigerst. Ja? So, also probier dich aus, mach's wirklich kurz, und wenn du meine Absichten oder meine Transformation hören möchtest, dann machst du vielleicht auch einen Break. Ja, dass du die einfach stoppst, wenn du merkst, jetzt driftest du ab oder jetzt fängst du an, müde zu werden. Weil das ist das Erste, was du lernen solltest, zu merken, wenn du abdriftest. Ja? So, dann kannst du nämlich noch reagieren. Aber wenn das zu schnell geht, wenn du das noch nicht mal merkst, dass du jetzt in diese Erschöpfungsphase hineinkommst, dann musst du wirklich erstmal zurück zu Schritt 1. Ich muss meine Achtsamkeit lernen zu halten, beziehungsweise die Beobachterrolle zu schärfen, ab wann fängt es bei mir an, dass ich in die Über- oder Unterstimulation gehe. Und das, was andere sagen, ja, du kannst das alles auch im Schlaf hören, jein. Gewisse Dinge helfen oder wirken auch, wenn du sie dir einfach auf die Ohren setzt und es donnert als Frequenz auch so durch dich ein, weil dein Unterbewusstes irgendwie noch damit in Resonanz sein könnte. Aber, und das ist die große Preisfrage der Effektivität, wenn du schläfst, ich habe sehr oft erlebt, auch in Retreats und Seminaren, dass die Menschen, die dann wegschlafen, sie erreicht dann diese Schwingung null, nada, nicht, gar nicht. Null, weil der Körper ist, je nachdem, wo du, in welche Gehirnwellenfrequenz du driftest, wenn du in diese Bewusstlosigkeit kommst, das ist jetzt gar nicht als Gehirnwellenzahl, ich möchte jetzt keine Zahlen nennen, sondern es hat was mit dem Bewusstseinsgrad zu tun. Und viele Menschen sind so erschöpft, geistig und mental, dass sie noch nicht mal mehr resonanzfähig sind, wenn der Körper entspannt ist, weil sie gar nicht mehr in diese ganz tiefe Entspannung hineinfinden. Und das wäre auch eine Maßnahme, ja, dass du, wenn du da Probleme hast und immer einschläfst, dass du wirklich erstmal so ganz fundamentale Arbeit machst wie Entspannungstraining. Wie kriegst du deine muskulären Entspannungen, wie kriegst du deine muskulären Verspannungen gelöst? Ja, gerade wenn du dazu neigst, dass du morgens verspannter aufstehst, als du abends zu Bett gegangen bist, dann bist du definitiv der Kandidat für erstmal Entspannungstraining machen. Autogenes Training, ganz einfache Techniken. Ja, viele wollen Transformation machen im höchsten Maße, können aber die Basisschritte noch nicht mal. So, Basisschritte meine ich, Muskelrelaxation können, wie kannst du wirklich fühlen, dass all die Spannung und Überladung aus deinem Körper weichen kann, ganz bewusst, liebevoll und leicht. Ja,
Also du siehst schon, ist ein komplexes Thema. Und ich lade dich ein, das mache ich auch kostenfrei, das Webinar am 21.03. um 19 Uhr. Gebe ich ein Webinar, wo ich dir zeige, wie du das Hormon- und Nervensystem stimulieren, klingt jetzt nur in die eine Richtung, aber wir brauchen ja beides. Ja? Wir brauchen dieses Runterfahren und wir brauchen das Hochfahren zu unterschiedlichen Zeiten und vor allen Dingen, dass wir unser biochemisches System und bioelektrisches System gleichermaßen wieder fit bekommen. Ja? Also ganz liebe Grüße. Mach's gut. Deine Anja.